Um Herz und Degen geht's auf der Festung in Kufstein demnächst. Das Stadttheater bringt dort die Tragikkomödie Cyrano de Bergerac auf die Bühne. Die berühmte Geschichte eines unglücklich verliebten Mannes mit unglücklich langer Nase. Helden haben es nicht leicht, Cyrano de Bergerac schon gar nicht. Im Mangel edlen Willens wünsche ich, dass entsticht ihr Klaffe in der Leber oder nicht. Was nützen Fechtkünste und große Sprüche, wenn die Nase groß und der Damenherz nicht zu gewinnen ist? Ja. Alles, ja alles dreht sich um die Nase, die den Poeten und Haudegen Cyrano in die Schranken weist. Weshalb er die Liebe, die er für Roxane empfindet, zugunsten seines Freundes Christian formuliert, den Herzensadel verpflichtet. Ich liebe dich. Bin toll. Verrückt. Verrückt. Von Sinnen. Zum Glockenspiele machtest du mein Herz. Zum Glockenspiele machtest du mein Herz. Klaus Reitberger vom Stadttheater Kufstein inszeniert dieses Spiel einer unerkannten Liebe, in dem er reichen Zauber erkennt. Cyrano von Bergerac hat viele schöne Elemente. Zum einen ist es eine wunderbare Liebesgeschichte, die auch sehr viel Witz in sich birgt, aber auch sehr viel Traurigkeit. Dann hat das Stück sehr viele sehr heroische Szenen, besonders der vierte Akt, der mehr oder weniger ein Kriegsakt ist, gefolgt wiederum von einem unglaublich stillen, romantischen Schlussakt mit einem Ende, das so bitter und wunderschön ist, wie man es sonst nur von Romy und Julia her kennt. Bis dahin freilich ist's noch ein weiter Weg. Cyrano trifft mit Wort und Degen und bleibt doch ungeliebt. Mein verhöhntes Antlitz räch ich, dass es keiner mehr begaffe, denn beim letzten Verse stech ich. Der Cyrano ist im Prinzip auch ein Hund. Ja, das stimmt schon. Er rennt sein Leben lang wem oder etwas nach, was er im Endeffekt vielleicht haben könnte. Und das ist die Tragik dran. Weil wenn er es wirklich nicht haben könnte, dann, naja, war es auch nicht so eine berühmte Geschichte worden, glaube ich. Lebten Roxane, der schöne Christian und der hässliche Cyrano heute, wer wäre liebenswerter für Sie, Mademoiselle? Und ich bin wieder mal nicht eingeladen. Mir gefallen persönlich Menschen mehr, wenn sie interessant sind, wenn sie was ausstrahlen. Also ein schöner Mensch, da hat man eher Kontaktschwierigkeiten am Anfang, weil man glaubt, na, der will eh nichts mit dir zu tun haben. So eine Nase hätte wohl keiner gerne, aber so ein poetisches Gespür, so eine Feinheit, was die Ausdrucksweise betrifft, die hätte wohl ein jeder gerne. Cyrano und seine Freunde werden auf der Feste Kufstein ihre Degen erstmals am Samstag ziehen und Roxane von Herzen lieben.